Hey Monis! Es ist wieder mal Zeit für ein kleines Review-Video. Und zwar, ihr könnt es schon sehen und sicherlich auch ahnen, wir haben Monopoly gespielt. Jeder kennt Monopoly seit Kindertagen und ja, es gibt endlich auch ein offizielles Sailor Moon Monopoly Spiel. Die Firma Winning Moves hat ein Monopoly Spiel rausgebracht und lange Zeit war es ein Mythos, denn es wurde schon vor Jahren angekündigt und immer wieder verschoben. Es kommt immer, hieß es, im Winter raus, im Frühling, im Sommer etc. pp. Aber jetzt ist es endlich da und ich muss euch sagen, ich habe es jetzt gerade getestet und es hat mir eine Menge Spaß gemacht, weil zum einen kombiniert es natürlich so die Elemente des klassischen Monopolys, als auch Dinge aus Sailor Moon in der Serie vorkommen. Und wir haben natürlich auch im Vorfeld mitbekommen, dass viele nicht ganz das Design super fanden, weil sehr viele kleine Logikfehler mit dabei sind oder auch Staffeln gemischt werden. Aber wenn wir das jetzt mal aus anderen Augen oder einer anderen Perspektive betrachten und einfach nur den Fun-Faktor sehen, kann man damit sicherlich lustige Abende füllen. Und mein heißer Tipp: mit so vielen Spielern wie es geht spielen, da macht es umso mehr Spaß und ja, man lernt dann auch vielleicht wieder mehr das gesellschaftliche Spielen kennen, denn in Zeiten des Internets und des Spielen auf Konsolen sind solche klassischen Brettspiele schon nicht mehr so gern gesehen, sage ich mal. Aber als Sailor Moon Fan musste man sich das unbedingt holen und wir wollen diese Freude auch teilen und werden dann auch noch ein Monopoly-Spiel verlosen. Und alle Infos dazu lest ihr auf unserem Blog. Und ja, wir spielen jetzt einfach nochmal eine Runde, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und ich hoffe inständig, dass noch weitere Brettspiele von Sailor Moon hierzulande erscheinen können. Denn wie zum Beispiel in den USA gibt es ja auch noch ein Spiel, das Diecast. Das könnte man sicherlich auch nach Deutschland bringen. Was haltet ihr davon? Lasst es uns wissen, hinterlasst uns einen Kommentar und ja, wir sehen uns demnächst wieder, denn wir von Sailor Moon German sagen immer, im Namen des Mondes informieren wir euch.